Ja, hallöchen. Schön, 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 schön. Ja, wie ihr seht, ist es heute mal eine kleine Abwechslung. Heute gibt es mal kein Ego-Shooter-Spiel, sondern ein reines Simulationsspiel. Und zwar das Train Simulator 2013. Der, die, das, de. The Train Simulator 2013. Und ja, also ich brauche nicht viel zu erzählen eigentlich. Ich kann ab und zu hier noch, oder ich kann hier die vereinzelten Zahlen und Angaben kann ich gerne erklären. Für alle Zugliebhaber, ich sitze jetzt hier gerade in einer BR 143, wenn ich mich nicht irre. Kurz zur Außenansicht. Stehe hier in Köln und fahre jetzt zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. So, ich habe mir auch jetzt so dabei überlegt, dass ich nicht nur so ganz normal das Spiel kommentieren werde oder halt meinen Senf dazu geben werde, sondern dass auch eben halt kurz vor der nächsten Haltestation die Durchsage kommt. Dafür habe ich mir ein paar Infos aus dem Internet rausgeholt, war nicht viel, eigentlich nur, wie sich das anhört, was gesagt wird. Und die Strecke an sich kenne ich ja so gut nicht. Es wird ja aber hier angezeigt, also Köln, Messe Deutz und hier dann auch noch, was jetzt hier wegen der Zahl ist, die 0,60, was jetzt ist, das sind die Meilenangaben für den Rest, also die restlichen Meilenangaben. Das ist dann hier in Kilometer angegeben. Ich mache es immer so, dass ich ab 0,5 dann die Durchsage mache, was ich jetzt natürlich ein bisschen verschiebe, denn ich erzähle hier gerade ein bisschen was, aber ich mache kurz eben die Durchsage. Moment. Nächste Station, Kölnmesse Deutz. So, das war jetzt auch meine Originalstimme. Aber was heißt nicht meine Originalstimme, aber ich habe es gerade gesagt, nur halt in einer verzerrten Stimme, weil das irgendwie geiler rüberkommt, finde ich. Hat einfach mehr Style. Ah, ich muss noch mal kurz verheben. Ausstieg links. So. Und das Ganze mache ich jetzt einfach nur, erstens, weil ich es kann, zweitens, weil ich Bock dazu habe. Und ja, drittens auch, weil es Spaß macht. Nein. Weiß nicht, so mal ab und zu ein bisschen zu entspannen bei Simulatoren finde ich einfach angenehmer. Also mal einfach von dem ganzen Scheiß-Stress wegzukommen und so weiter. Also von dem Stress an sich wegen Ballern und ach, großer Gott, ich muss ja nicht immer irgendwas erschießen oder sowas, ne, ist ja nicht nötig. Ich fahre auch gerne mal Autos, nicht? So ist ja nicht. Aber immer so rumgeballert und so weiter, ne, das ist nicht mein Stil, irgendwie so, nee. Ja, jedenfalls, das hier ist, ich habe jetzt gerade die F1-Taste gedrückt, für alle, die den Train Simulator nicht kennen. Es gibt hier halt diverse Tastenzuordnungen. Mit der Taste F1 kann man hier das Aufgabenlogbuch öffnen und dann kann man hier gucken, welche Haltestellen man hier abfahren muss. Das ist jetzt hier für heute insgesamt 19. Und hier auf der rechten Seite haben wir verschiedene Icons, mit denen wir interagieren können. Oh, Bremse sind noch angelegt. So, jetzt geht's los. Mit denen wir interagieren können, also hier das Telefon mit dem Pfeil hoch. Das bedeutet, dass wenn vorne eine rote Ampel ist, dann drückt man da drauf, um die Freigabe zu erfragen. Oder zu erbeten, also ne, um eine Freigabe zu beten, so ist richtig. Das gleiche wäre halt auch umgekehrt, also wenn, ja, rückwärts fahren ist zwar eher seltener, aber egal. Die beiden Symbole hier, die sind dafür da, um die Weichen zu stellen, also vordere, die Weichen, die vor einem sind und die Weichen, die dann hinter einem sind. Und das ist gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Das leuchtet immer auf, wenn man steht. Aber ich achte da nicht so drauf. Muss ich mir vielleicht gleich mal irgendwie angucken bei der Gelegenheit. Naja, was soll's. So. Ja,
Ansonsten so zum Spiel an sich, wie gesagt, ich finde es echt mal so zur Abwechslung total angenehm. Denn, ja, ich würde mich jetzt nur wiederholen, deswegen sage ich jetzt nichts mehr dazu. Ja, also ich habe jetzt diese Strecke hier ausgewählt, weil die, ja, also die ist ganz nett. So Hamburg-Bremen wäre vielleicht ein bisschen lieber gewesen. Ich warte auch nur drauf, dass Train Simulator die, ach verdammt, ich kann schon 100 fahren, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dass Train Simulator das Add-on da mal rausholt, also DLC quasi für Hamburg-Bremen, das wäre zum Beispiel mal was, oder Hamburg-Berlin, das wäre auch mal richtig gut. Bis jetzt gibt es halt nur Köln-Düsseldorf und ich glaube München-Augsburg, wenn ich mich nicht irre. Aber das will ich nicht. München-Augsburg interessiert mich nicht. Und ja, na, deswegen nehme ich hier erstmal Köln-Düsseldorf. Und vielleicht, wenn ich noch eine zweite Runde fahren sollte, werde ich mir Hagen-Siegen vornehmen. Also nee, Hagen-Siege. Also von Hagen bis nach Siege. Vielleicht, keine Ahnung, muss ich mal sehen. Oh, Durchsage. Moment. Nächste Station, Köln-Buchforst. So. Ja. Normalerweise ist ja so, dass der Zugfahrer in echt ja keine Selbstgespräche führt. Von daher kann ich das natürlich jetzt so realistisch darstellen, dass ich auch nichts sage. Was aber, weiß ich nicht, Moment. Aufstieg links. Gut, das habe ich jetzt ein bisschen verpasst und das verpasse ich jetzt hier wohl auch gerade ein Stückchen. Nee, das passt noch, passt noch. Ich habe ab und zu mal so das Problem, dass ich hier zu schnell reinkomme. Und das geht noch. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So. Und bremsen, 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 bremsen. Ah! So ist gut. Also, jetzt mal ganz schnell durchgehen hier. Die Uhrzeit hier, das bedeutet rechtzeitige Ankunft. Das ist eben halt hier der Weg bis zum Ziel in Kilometerzahl und das ist die pünktliche Zeitangabe. Die Linien hier unten, die grünen Linie heißt, ist die Länge des jeweiligen Bahnsteiges. Darunter halt die Bahnsteigbezeichnung. Jetzt habe ich kein Piepen gehört. Na gut, okay. Und ja, das hier sind dann die Ampeln. Was ich sehr schade finde, ist, dass Train Simulator es noch nicht so wirklich gepackt hat. Ach hier, jetzt ist es 60. Ja, ist schon gut. Ich hab's begriffen. Dass Train Simulator es noch nicht ganz geschafft hat, Ampeln so darzustellen, dass man weiß, okay, ist die jetzt gerade gelb, ist die grün oder ist die rot? Weil bis jetzt sieht man hier an den Strichen immer nur dieselbe Position, also oben rot, Mitte gelb und unten grün. Finde ich sehr schade, denn man kann so halt nicht vorher gucken, oh, das wird jetzt plötzlich rot oder so. Und ich habe jetzt hier gerade die Station verpennt. Scheiße, die waren dann. Okay, mache ich die nächste. Die wissen ja sowieso, wo sie aussteigen müssen, wo sie gerade sind. Das ist ja sowieso okay. Nee. Aber jetzt habe ich gerade echt an Realität abgenommen. Ja, an Simulation abgenommen. Realitätssimulation, kann man das sagen? Keine Ahnung. Ich rede einfach zu viel, ja, ich merke das schon. Ja, komm. Und es passt. Sehr schön. So. Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Zeit. Das ist gut, das ist gut. Ja. Das ist das schöne Ding hier übrigens. Das ist eine sehr schöne Hilfe. Das haben sie aktualisiert im Vergleich zur Version von 2012. Das zeigt an. Das zeigt die Gehkräfte an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfahren würde mit direkt 100%, dann würde der rote Punkt. Oder der gelbe, der weiße, jetzt habe ich es. Gelb, weiß, rot.
der weiße Punkt extrem nach hinten schieben. Was nicht gut ist, denn die Fahrgäste würden dann eben halt nach hinten geschleudert werden. Und das würde dann wiederum Punktabzug geben, wenn ich denn Karrieremodus geschaltet hätte, was aber nicht derzeit der Fall ist. Denn ich will einfach nur fahren. Ich will nicht auf Punkte achten oder sowas. Ich will einfach nur losfahren. So, und an sich so, ja, hier der Richtungsregler, der Schubregler, Bremse. Hier haben wir Zugbremse und Lokbremse. Also Zugbremse der komplette Zug, Lok halt nur die Lok. Ist klar. Und hier Scheibenwischer, Fahrgäste ein- und aussteigen, Sandschippen, also Sandstreuer für die Eisenbahnen. Dann das Signalhorn und wird nicht angezeigt. Irgendeine Glocke. Ah, jetzt läutet's. Also jetzt macht's ding, 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 ding und die Tür geht zu. Sehr schön. So, effektiv ist natürlich immer, wenn man hier im grünen Bereich bleibt, wenn man anfährt. Ne? Weil dann beschweren sich die Fahrgäste nicht und man kriegt keine Punktabzüge. Wenn man denn halt Karriere fährt. Aber Karriere ist nicht so von wegen, ja, geil, Karriere, ich steig auf, ich krieg Punkte und kann aufsteigen, so von wegen Level für Level. Nee, ist nicht drin. Es gibt nur so einen Highscore wie bei Pinball und das war's dann auch schon wieder. Na, jetzt ist hier nur noch 60 erlaubt. Ding dong. Hier ist übrigens die Bemessungsgrenze. Also steht dann hier, wie viel ich fahren darf. Und das ist jetzt auch ein bisschen irritierend gewesen, denn, oder es war ein bisschen irritierend, denn hier steht jetzt 120 und die 60 standen nicht da. Das heißt, man muss echt auch schon auf die Ampeln hier aufpassen, was denn da alles so steht. Ist schon echt gut, aber naja. Ich meine, schlussendlich im Realmodus, also so, ne, wenn man echt Zugfahrer ist, dann ist die Ansicht eigentlich so. So ist die Ansicht. Deswegen ist eine Herausforderung, keine Frage, aber ich bin kein ausgebildeter Zugfahrer. Könnte ich machen, ich könnte hier mit meiner Ausbildung machen, kein Ding. Aber nein. Nein. So. Und jetzt muss ich echt drauf aufpassen, dass ich nicht zu viel schnaguliere. Beziehungsweise halt zu den passenden Stellen dann die Durchsage mache. Ach, jetzt darf ich schon wieder 80 fahren. Ne, Moment. Das weiß ich nämlich. Jetzt wird es hier gleich wieder nur noch 60 sein. Deswegen, weil es jetzt hier nämlich wieder runtergeht und aufgepasst. Eigentlich sollte jetzt 60 kommen, aber irgendwie doch nicht. Ich fahre trotzdem nur 60, weil ich habe Zeit. Na gut, jetzt fahre ich schon 65. Ist ja egal. Gut, okay. Dann blieb es bei 80. Auch gut. Nee, ich dachte eben, das ist eben... Weil es gibt hier eine Stelle, das ist genauso. Da fährst du dann auf eine Brücke rauf. Wenn du dann wieder runterfahren willst, ist auf einmal wieder... musst du langsamer fahren. Du kriegst das gar nicht mit, weil es eben halt nicht angegeben wurde. Aber gut. So, ich sehe jetzt schon, die nächste Station kommt jetzt gleich. Kommt jetzt gleich. Aha, ja, entweder jetzt oder gleich. Und deswegen werde ich jetzt mal kurz die Schnauze halten, um die Durchsage gleich zu machen.